Der Wassergarten ist eines der Highlights auf dem ehemaligen Bergwerksgelände. Hier in Rheden im Saarland, wo früher Kohle abgebaut wurde, blüht jetzt wieder die Natur. Einer der Gästeführer ist Dieter Winkel. Sie waren ja früher Bergmann, Sie kennen das hier alles noch aus Industriezeiten. Wie finden Sie es denn hier mit dem ganzen Grün? Das war ja früher so ein Rangierbetrieb, immer mit vielen Loks hin und her und Kohlewagen hin und her geschoben. Und jetzt hat man da ein richtiges Biotop, einen richtigen Erholungsraum draus gemacht. Ich finde das toll. Jetzt ist der Wassergarten hier, da ist jede Menge Wasser, braucht man logischerweise. Und es kommt aber alles gratis zu Ihnen, was Sie da verwenden, ne? Nicht ganz. Die Hälfte, würde ich sagen, kommt gratis vom Regenwasser. Alles, was von der Halde, von den großen Flächen, die wir hier haben, zurückkommt, das wird hier gesammelt. Ja. Und das andere Wasser, das kommt aus der Grube. Das heißt, hier unter uns in den Grubengängen ist immer noch Wasser, was ständig abgepumpt werden muss. Ja, genau. Das wird so lange abgepumpt, bis man weiß, ob da was passiert, wenn man das abstellt, dieses Pumpe. Ob dann an der Oberfläche irgendeine Auswirkung passiert, das weiß man also nicht. 50 Millionen Liter Wasser fördern die Türme des alten Bergwerks jeden Tag an die Oberfläche. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich heute noch so viel Grundwasser in den alten Grubengängen sammelt. Aber es ist da und der Wassergarten nutzt das Wasser. Also das war der alte Verladebahnhof und hier geht's jetzt ins Gelände. Und das hier ist dieser Mosesgang. Ja. Da gehen wir mal rein. Also ist klar, das Wasser teilt sich irgendwie, links und rechts Wasser. Was ist denn das für ein Wasser, was hier runterkommt? Das ist ganz warmes Wasser, können wir ruhig mal anfassen. Das ist 32 Grad warm oder jetzt vielleicht nur noch 30 Grad warm. Kommt aus 900 Meter Tiefe, wird das hier hochgefördert. In eine ganze Menge, Riesenbecken Wasser. Und das wird, da das so warm ist, muss das abgekühlt werden. Und deshalb sind diese Gefälle, Strecke, damit das Wasser hier abkühlt, deshalb dieser Mosesgang. Das Grubenwasser wird mit dem Regenwasser der riesigen Halde vermischt und fließt dann zurück in die Natur. Aus einer Industriebrache wird ein wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Voilà, eines der bedeutendsten Strukturwandelprojekte in Deutschland. Aus einer Fläche so groß wie 4 Fußballfelder entstand ein Naherholungsraum für die ganze Familie. Hier findet man übrigens auch die Pflanzen, aus denen die Kohle entstanden ist, die Sumpfzypressen. Also das sind so die Pflanzen, aus denen dann die Kohle geworden ist, oder was? Genau, nur waren die damals viel größer gewachsen und viel mehr. Und dann ist das alles so übereinander geschichtet worden. Und da gab das, war das eigentlich diese Schicht Pflanzen, die sich verdichtet hat. Und daraus ist die Steinkohle entstanden. Aber über Jahrmillionen dann? Genau, über 90 oder fast 100 Millionen Jahre. Das ist eine Zeit lang gedauert. Die muss ich mir dann in der Zeit damals, als die Kohle entstanden ist, viel größer vorstellen. Ganze Wesentlich Wälder. Größer. Ganze Wälder waren das. Und kann man gar nicht vergleichen mit der Struktur oder mit der Größe heute. Also. Ein paar Meter neben dem Wasserpark bekomme ich einen Eindruck, wie das damals hier ausgesehen hat. Im Erlebnismuseum Gondwana. Eine aufregende Zeitreise durch die Geschichte unserer Erde. Der Hammer. Und das sind diese Zypressen, diese Sumpfzypressen. Genau, das, was wir im Wassergarten in klein gesehen haben, sieht man hier in groß, sodass man sich ungefähr die Dimension vorstellen kann, wie das früher ausgesehen haben könnte. Und weil die so groß waren, deswegen gab es auch jede Menge Kohle nachher, als die im Sumpf untergegangen sind. Ja. Alex, cool. Ich glaube, Ihr Papa hat sich das alles ausgedacht, oder? Ja, ganz genau. Richtig, ja. Tolle Show, sag ich mal. Aber jetzt muss ich mal fragen, lebende Tiere sind hier nicht drin, oder? Nein, lebende nicht. Gleichwohl sie sehr lebensecht aussehen. Ich bin ja schon mal halbwegs beruhigt. Was ist denn das? Oh. Ah, unser rechter Bewohner, der sagt gerade Hallo. Hallo. Ja. Das ist halt seine Art, Hallo zu sagen. Ja. Ganz ruhig, ganz brav. Bist du? Alles gut. Alles gut. Fast wie im Jurassic Park. Das Erlebnismuseum wurde übrigens als eines der schönsten Ausflugsziele in Deutschland ausgezeichnet und zeigt die weltweit größte Dino-Show mit riesigen animierten Dinos.
Gondwana soll auch ein außerschulischer Lernort sein und bietet Sonderprogramme an. Ein wirklich beeindruckender Ausflug in die Erdgeschichte. Ist ja schon Gänsehaut. Auf jeden Fall, ja. Aber jetzt auch sowas oder auch so ein Teil da oben. Wer baut einem denn sowas? Das waren Künstler aus Amerika, aus Japan, die wir alle dann zusammengetrommelt haben und die dann diese Innovation geschaffen haben. Da steckt schon viel Technik da drin auch, ne? Ja, echt der Hammer. Toll.